Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Dusty Rhodes Classic Tag Team Turnier Weihnachtsspecial. Wir sehen heute das Match zwischen den Bludgeon Brothers, Eric Rowan und Luke Harper gegen Titus Worldwide, Apollo Crews und Titus O'Neil höchstpersönlich. Wir werden in diesem Match die Bludgeon Brothers steuern. Es ging 4:3 beim Würfelduell aus, nachdem es ein 2:2 vorher gab, also es ging quasi ins Stechen. Und die Bludgeon Brothers haben sich in der ersten Runde gegen die Million Dollar Corporation durchgesetzt, Steve Austin unter Tanker. Auf der anderen Seite Titus Worldwide setzte sich gegen Misturage durch, Bo Dallas und Curtis Axel. Da sind wir mal gespannt, wie es in diesem Match hier weitergeht. Bisher haben wir ja eine sehr, sehr gute Erfolgsquote, wenn wir hier gespielt haben. Wir hatten ja nur mit The Shield verloren, unser Match, obwohl wir da eigentlich auch sehr, sehr gut unterwegs waren. Aber das haben wir auf jeden Fall nicht erfolgreich bestimmt. Ich weiß gar nicht, welches Match wir noch verloren. Ich glaube, 2 Matches hatten wir verloren. Bin mir auf jeden Fall nicht mehr sicher. So, jetzt warten wir auf jeden Fall darauf, dass es losgeht. Der Ladebildschirm ist beendet. Und hier kommen die Bludgeon Brothers in Orlando, Florida, in die NXT Arena. Schreibt mir in die Kommentare rein, wer in diesem Match eure Favoriten sind, wem ihr hier die Daumen drückt. Ich muss ja sagen, wieso dieser Turnierbaum ist ein bisschen doof. Also es gibt nämlich irgendwie immer nur so Top-Matches, wo richtig interessante Begegnungen sind oder dann eben sowas, weiß ich nicht, wie heute, was jetzt wahrscheinlich bei euch von den Klickzahlen, von den Aufrufen nicht so gut ankommt, weil es eben kaum interessiert. Wo ich natürlich wieder sagen muss, was mir sehr, sehr gut gefällt, der Ersteller von den Klamotten hier von den Bludgeon Brothers, richtig gute Arbeit hat er geleistet, das sieht verdammt stark aus. Also da weiß ich nicht, ich finde das einfach, das ist Wahnsinn, wie man so talentiert sein kann, das so gut und vom Detail her auch, ja, so stark umzusetzen, finde ich sehr cool. So, die Bludgeon Brothers auf jeden Fall im Ring, gleich beginnen wird, glaube ich, Luke Harper, ich glaube, der beginnt in der Realität ja auch immer, schauen wir mal, was er so zustande bringt. Und das letzte Bludgeon Brothers Match war ja das, wo kritisiert wurde, dass ich so viel, wenn ich ein Finisher, kurz vorm Einchecken eines Finishers bin, dass ich selbst so oft eingegriffen habe. Aber ich meine, das ist eben, ja, weil es ging auch so um das Thema Dominanz. Und du hast halt hier in diesem Spiel, wenn ich eine Dominanz haben wollen würde oder totale Squash-Matches, so wie es bei den Bludgeon Brothers in der Realität ja der Fall ist, dann muss ich die Schwierigkeit auf einfach oder normal stellen. Dann läuft es auch anders ab. Aber hier halt, wenn du legendär spielst, dann ja, hast halt schon die ganzen Reversal und dann lässt sich das gar nicht so umsetzen. So, die zwei im Ring, Titus O'Neil und Apollo Crews und Luke Harper gegen Apollo Crews. Der Beginn des Matches. Der Ringrichter läutet an und da ist direkt mal die Clothesline, weil Apollo Crews mir einfach mal reinrennt. So, und dann gibt es die Schläge gegen den Kopf. Und da ist der Reversal mit Ankündigung fast. Ist einfach mal klar, dass der dann kommt. Oh, da ist sogar der Dropkick, der gelingt. Oh, warum ist es nicht? Bei mir ist gerade voll kalt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es wäre hier irgendwie so ein Fenster offen. Ja. Müssen wir feiern hier. Was haben wir denn jetzt schon? 24% mit Luke Harper. Die zwei sind aber auch immer so ein Rätsel. Dann hassen die sich und dann kommt die WWE wieder auf die Idee, hey, egal, die packen wir jetzt wieder zu so einem Tag-Team zusammen. Mal gespannt, wann die wieder mit Bray Wyatt zusammen unterwegs sind. Mit Bray Wyatt auch ein kleiner Bludgeon Brother. Ach, verdammt, Mann. And in the tag team ranks. This man is so peculiar that just seeing him walk to the ring is frightening. So, den haben wir. Apollo Crews appearing uneasy here. Was hier los, match can get out of hand quickly if he doesn't mount an offense soon. It looks to me like he's really trying to carry this team on his back, which what really is there with him los? Considering he has a very capable partner in tag in here. Well, this certainly escalated in a hurry. I don't think any of us expected to see him so quickly. Ah, reversed.
Aber es ist komisch, das steht nicht mehr da. Manchmal steht er da oben hin und her. Och, hör mir auf. Ich habe kein Reversal gehört. So, und jetzt ist er da. Jetzt wird's kritisch, Junge. Komm, gib mir Titus. Gib mir Titus. Da ist er raus. Oh, hier ein bisschen. When his strikes land, you can feel it in the first few rows. Ah, verdammt. Das war einmal zu viel. Okay, Titus O'Neil. Jetzt, oh Mann. Zu früh, ey. Hier. Ach, zu spät. Look, Titus O'Neil's on the attack now. Ich werd wahnsinnig hier. Gib mir doch wieder Apollo Crews, der war besser. Hei, hat er uns aber lange in der Luft gehalten hier, der Titus. Oh, wieder zu früh, Mann. Das war aber wirklich so. Viel zu früh gedrückt. Aber ich dachte, es kommt ein anderer Move. Oh, warum ist hier so kalt, Mann? Ich werd wahnsinnig. Ja, so viel zum Thema Powerhouse. Ja, und da ist der Oberkörper jetzt gelb. Da rollt er sich raus. Eigentlich habe ich hier. Big time. Better luck next time. Just an awesome shoulder tackle. Ach Mann, ey. Wollen gegen den Ringpfosten hauen. Wieder zu spät. Wie kann es so anders sein? Das wollte ich mit ihm machen, so ähnlich, ne? Zu spät. Ey, es ist einfach unfassbar. Ich krieg das Moveset von ihm nicht hin. Jawohl, reversed. Man muss mir jetzt Luke Harper erstmal helfen. Titus O'Neil with a nice reversal. Der wird nicht ausgezählt. So weit kommt sie nicht. Die Usos waren schon so doof. Ah, Pfosten, da ist er. Meine Güte, ey, wie lange das immer dauert. Titus O'Neil looks stunned by that. And you have to assume his partner is just itching to get in there right about now. The beauty of tag team competition is that he doesn't need to take the entire brunt of the opposition's attack. Rowan ja mal richtig versagt. Making a tag doesn't necessarily appear to be on his mind. Aber der hat halt auch nicht so viel Gesamtstärke. Schau mal, Luke Harper, was der so reißt. Willst du ja wohl jetzt nicht wechseln hier, Herr O'Neil. Ach Mann, er will erstmal reversen. Zu spät natürlich wieder. Och Mann! Warum haben die denn so schön und schon so viel Prozente, die zwei? Eieiei. Ja, lass dich feiern, du. Das kriegst alles zurück. Sag ich doch, hier geht's los jetzt. Okay, vorbeigehüpft. Mann! Reversal. Du kannst aber nichts zeigen hier. Du kannst keine geilen Matches zeigen, weil eh hier der ganze Fluss rausgenommen wird. Das ist echt schön. Und Byron, er ist immer noch nach dem Spiel. Ja, das hat ein großes Time-Damage, Michael. Oh, du Knecht. Käppchen muss gelb sein.
Oh, Signature läuft auf jeden Fall. Game set match. This one is over. Luke Harper's rolling now. Schauen wir mal, ob das die Entscheidung ist. Eins, zwei, drei, jawohl. Blood and Brothers gewinnen dann doch. Aber mit Eric Rowan werde ich, glaube ich, keinen Blumentopf gewinnen. Luke Harper liegt mir da schon eher. Ah, harter Tobak. War auch kein gutes Match, muss ich wirklich sagen. Viel zu viele Probleme mit Eric Rowan gehabt. Gucken wir uns mal hier. Die haben Highlights geliefert, wir überhaupt nicht. Na gut, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr hofft, wie weit die Bludgeon Brothers in diesem Turnier noch kommen werden. Kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei, da können wir ein bisschen ausführlicher quatschen als eben hier in den YouTube-Kommentaren. Sind noch eine Menge anderer Jungs auf dem Server, womit ihr auch dann oder mit denen ihr auch über Wrestling quatschen könnt, wenn ich zum Beispiel nicht da bin. Ansonsten, was gibt's denn noch so? Ja, meine anderen Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, auch unten in der Videobeschreibung, unten verlinkt. Also solltet ihr dort registriert sein, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal ein Like, ein Follow da lassen könnt. Gerade bei Twitter versuche ich euch eigentlich immer sehr, sehr gut auf dem Laufenden zu halten. Um 12 Uhr gibt es täglich die WWE 2K18-Karriere, wird ab Januar der Universe-Mode sein, wo wir die ganzen Storylines mit importieren werden. Um 17 Uhr gibt es täglich das Dusty Rhodes Classic Tag Team Weihnachtsturnier. Also sollt ihr noch kein Abonnent sein, ihr habt Lust darauf, diesen Weg mitzugehen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst. Wäre eine coole Aktion von euch. Ich bedanke mich dann jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.